Hallo und herzlich willkommen zu den niegelnagelneuesten Ausgaben der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Zunächst möchte ich euch darüber informieren, dass ich im wunderschönen Berlin sitze und standesgemäß ein Club Mate getrunken habe. Ich fühle mich total aufgedreht und hip und möchte euch jetzt erzählen, welche Filme diese Woche bei uns im Podcast besprochen werden, was ihr euch ab Donnerstag im Kino geben könnt. Und fangen dann einfach mal an mit dem Film Angry Birds 2, der ja vorab eine ganze Menge positive Kritiken bekommen hat. Hier war es so, dass der Lasse sich für uns in die Presseverführung begeben hat und der liebe Dom hat ihn dazu ein bisschen ausgefragt. Das könnt ihr euch jetzt geben, viel Spaß dabei. Im Anschluss geht es um den Film Systemsprenger und Systemsprenger ist wohl der deutsche Beitrag zu den Oscars, könnte also durchaus da auch Nominierungen finden, eben bei dem Auslands-Oscar und die beiden Max aus München haben hier eine Besprechung aufgenommen zu einem Film, der, glaube ich, ja das Publikum ziemlich ins Staunen versetzt und der auch vorab eine ganze Menge positive Kritiken bekommt. So ein Oscar-Beitrag, ja, der kann ja gar nicht so scheiße sein und der Max Rauscher war hier so nett, sich wieder extrem anzustrengen und auch übelst die Einspieler zu machen und generell seine, ja, eben einfach Besprechungen und er schneidet die dann immer auch und unterlegt die in diesem Fall eben auch noch mit Musik. Das ist wirklich großartig und also echt schon auch mal ein bisschen höherwertiger Scheiß. Wenn euch das gefallen hat, dann schreibt da mal in die Kommentare, ob ihr mehr davon wollt, wie es euch gefällt. Das würde nicht nur mir, sondern garantiert auch dem Max total gefallen. Und zu guter Letzt gibt es dann noch einen Beitrag zum Film Downton Abbey. Das ist ja genau genommen ein Film, der an die Serie anschließt. Es gab da wohl schon eine ganze Menge Staffeln. Die Serie ist auch übelst bekannt und ist ja letztlich so ein Kostümding. Wir haben ja vor einiger Zeit auch von Victoria so einer britischen Kostümserie ein Weihnachtsspecial besprochen, das habe ich zusammen mit dem Patrick gemacht und hier zu Downton Abbey, das ist ja letztlich sowas wie die Königsklasse, eben genau dieser Kostümdramen, gibt es jetzt einen Film und den haben unsere Münchner besprochen, da ist natürlich auch wieder der Max dabei, aber eben auch der Andi und die liebe Eva. Genau genommen war es so, dass Eva und Andi diesen Film genossen haben, glaube ich, haben dann im Anschluss ein Treffen arrangiert in einem Biergarten in München, wie sie es gehört, für echte Bayern. Und ja, da hat der Max eben sein Aufnahmegerät mitgebracht und die drei Hübschen haben über Downton Abbey gesprochen. Die Besprechung ist natürlich wieder grandios geworden und ich glaube auch, sie haben versucht, relativ fair zu sein, denn sie kennen die Vorlage nicht so gut. Ja, und insofern könnt ihr euch vor allem auf ein paar unterhaltsame Minuten freuen. Meldet euch mal auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube-Upload bei uns. Da könnt ihr nämlich Feedback hinterlassen. Das wäre total gut. Es wäre ebenfalls total gut, wenn ihr uns in irgendeiner Form bewertet. Also bei Apple Podcast, bei podcast.de, bei Facebook, bei Google, bei Fit. Hast du nicht gesehen? Überall kannst du uns bewerten und mach das mal bitte. Das wäre nämlich total gut. Da kannst du uns dann schreiben, was du sowohl von unseren Besprechungen hältst, als eben auch von den Filmen hier. Hast du die Filme gesehen? Freust du dich drauf? Freust du dich nicht drauf? All das sind Infos, die ich gern von euch hätte. Jetzt lasst es mal krachen. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Filmkritik hier beim Telestammtisch. Ich bin der Dom und ich bin natürlich nicht alleine hier, aber derjenige, der heute bei mir ist, steht ziemlich alleine, was diesen Film angeht, denn er dürfte ihn als einer der ersten gesehen haben. Der Kinostart ist am 19. September diesen Jahres und es geht heute um Angry Birds 2. Und bevor ich mich verquatsche, begrüße ich den Lasse. Hi. Ja, nicht so schüchtern, Lasse, du darfst ruhig mehr sagen. Okay, hallo. Ja. Ich bin Lasse. Ich habe diesen Film an meinem Geburtstag gesehen. Yay. Ja, Lasse, du bist unser Kinderreporter und Kamerakind heute. Woher kommst du denn? Aus der Schweiz, aus Österreich oder aus Deutschland? Aus Deutschland. Ja, ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht ausgeht? Ja, that being said. Das ist jetzt der bescheuerste Anfang. Machen wir es kurz. Ich habe den Film nicht gesehen. Ich habe nie Angry Birds gezockt und weiß nicht mal wirklich, worum es geht. Also kann ich wahrscheinlich bohrende Fragen zur Lore und zum Film stellen. Alle Fragen, die du zu diesem Film hast, hit me. Ich kann dir jede einzelne beantworten. Ja. Du hast jedes Angry Birds Spiel gezockt? Nein. Okay, du hast... Ich hab nichts gezockt, gar nichts. Ich kenne nur die Filme. Okay, ja gut, sind ja nur zwei in der Zahl. Gut, ja, der Film kommt, wie gesagt, am 19. September raus.
hat eine Laufzeit von 96 Minuten und ist natürlich, ich weiß nicht, hat der hier schon FSK? Keine Ahnung, aber ich schätze mal, der ist entweder ab 6 oder ab 0. Ja, wahrscheinlich sogar eher ab 0, ne? Möglich. Genau, und ja, es ist das Sequel, wie der Name schon sagt, zu Angry Birds, der Film. Regie führten Farub van Ormen und John Rice. Keine Ahnung, ob die schon den ersten Teil gemacht haben. Nope, das sind andere Regisseure. Das sind komplett neue, ne? Ja, das kann sein, dass die irgendwie am ersten schon beteiligt waren. Ja, die sind Cartoon Network Regisseure, die machen hier ihr Filmdebüt. Ah, okay, gut. Ja, und zum Voicecast, zumindest im Original, da haben wir schon einige Namen, da gehören unter anderem Jason Sudeikis, Josh Gad, Leslie Jones, Bill Hader, Awkwafina, Sterling K. Brown und noch einige andere zu, unter anderem auch Peter Dinklage und Danny McBride sowie Tiffany Haddish. Yep. Ja, zumindest ein namhafter Cast, das muss man sagen. In der Tat. So, und du hast jetzt das Vergnügen, uns die unglaublich komplexe Handlung von Angry Birds 2 vielleicht im Ansatz zu erklären in aller Kürze. Oh Junge, okay. Also, nach den Ereignissen vom ersten Angry Birds befinden sich die Vogelinsel und die Schweineinsel nach wie vor im Clinch, beschießen sich gegenseitig mit verschiedenen Sachen, aber die Vogelinsel benutzt die Dinge, die die Schweine beim letzten Mal zurückgelassen haben, also Trampoline und diese Schleuder, benutzen sie als Fortbewegungsmittel, weil sie nicht fliegen können. Und dann entdecken die Schweine, dass es noch eine dritte Insel gibt, so eine Eisvulkaninsel, welche so große Eiskugeln schleudert. Und darauf regiert Sita, das ist eine Adlerdame auf einer Insel voller Adler. Und diese hat finstere Pläne mit den anderen beiden Inseln. Und so schlagen die Schweine einen Waffenstillstand vor und die Vögel nehmen ihn an. Und jetzt sind eben die Vögel Red, Chuck und Bombe, also gesprochen im Deutschen von Christoph Maria Herbst, Axel Stein und Axel Prahl, Team halt mit denen zusammen ab. Die Bill Hader-Rolle, also Leonard das Schwein, wird gesprochen von Ralf Schmitz. Und es gibt noch einige andere. Smudo spricht den mächtigen Adler, im Original von Peter Dinklage. Mhm. Und zusammen machen sie sich eben auf, diese Adlerinsel zu infiltrieren und zu schauen, was sie tun können und wie der finstere Plan aussieht und so weiter. Und außerdem kommt noch Silver mit, das ist die Schwester von dem gelben Vogel Chuck, im Original gesprochen von Rachel Bloom und hier gesprochen von, das kann doch nicht sein. Sonst soll ich's raten? Nee, Moment, das Anke Engelke, Gott, ich hatte... Sonst hätte ich im Zweifelsfall Joyce Ilk gesagt. Oh. Nicht schlecht. Nee, aber es ist Anke Engelke. Meine Güte, warum habe ich jetzt plötzlich... Manchmal stehen wir einfach auf der Leitung. Genau. Und sie kommt mit und sie und Red verstehen sich am Anfang so nicht besonders gut. Aber wer weiß, was sich da vielleicht noch anbahnen könnte. Das ist an sich die Handlung, ja. Okay, wenn man das so nennen kann. Weil es klingt für mich irgendwie nach der Handlung einer 20-minütigen TV-Episode, wenn ich ehrlich bin. Oder okay, zwei 20-minütigen TV-Episoden, also eine Doppelfolge. Was mir aufgefallen ist, also ich habe den ersten Teil nicht gesehen, du ja schon, da wirst du vielleicht gleich noch ein bisschen was zu sagen können. Was mir aufgefallen ist, der erste wurde ja relativ zerfetzt von der Kritik. Ja, zerfetzt. Also ich glaube, weiß nicht, hatte der irgendwo im 40er-Bereich auf Rotten Tomatoes oder so? Ja, 42 Metascore. Ah, okay. Und der neue hat jetzt, ja, 60. Das ist durchaus solide bis gar nicht mal so schlecht, was schon sehr ungewöhnlich ist für ein Sequel. Oh ja, speziell für Comedy-Sequel. Und vor allem eins, also Angry Birds Film, also naja, gut. Kannst du dich denn der Meinung da anschließen? Also siehst du hier mehr Stärken und hat dir der Film insgesamt schon besser gefallen? Ah, das ist echt schwierig, weil ich habe den ersten damals gesehen und dachte mir, ah, so furchtbar ist der gar nicht. Es gab ein paar Witze, wo ich wirklich lachen musste. Teilweise hat mich die Synchron ein bisschen rausgehauen. Die Handlung ist einfach nur eine faule Ausrede für eine Origin-Story und dann letztendlich diese ganzen Spielmechaniken einzubauen. Aber wenn sie halt im Prinzip Angry Birds spielen innerhalb des Films, ist es ganz witzig. Und es gibt da einige interessante Slapstick-Sequenzen und so. Aber insgesamt ist es einfach so unglaublich dämlich. Und als Nichtkenner des Spiels wusste ich halt ganz lange gar nicht, was genau der Plan der Schweine war. Mhm. Und als ich herausstellte, was es war, eben, dass sie halt die Eier der Vögel stehlen, dachte ich, was? Das ist der, das fand ich halt einfach doof. Aber dann habe ich rausgefunden, oh, das ist im Spiel so, okay. Und der zweite Teil ist teilweise besser geraten, weil ich bin halt auch einer von denen, wie gesagt, ich hasse den ersten Teil nicht, aber der zweite Teil gibt sich hier und da ein bisschen mehr Mühe mit bestimmten Dingen und Figuren, ist nicht mehr ganz so nervig wie der erste Teil, wo halt teilweise wirklich so ein bisschen die Geduld strapaziert hast,
Hat aber auch ein paar Schwächen hier definitiv. Und wie gesagt, weil die deutsche Synchro ist halt wirklich nicht schlecht, aber du kannst auf jeden Fall auch merken, dass dir garantiert einige Wortspiele abhanden kommen. Was schade ist. Halt, ich bin mir ziemlich sicher, weil der erste Teil hat so viele Wortspiele. Im Englischen jedenfalls. Zum Beispiel, da machen im ersten Teil machen ein paar Schweine von sich ein Foto. Mhm. So ein Selfie. Und eins der Schweine sagt, Instaham! Ah, okay. Ja, ja. Also, es ist so ein Scheiß. Und hier haben wir teilweise sowas ähnliches, aber wie gesagt, im Deutschen kommt das teilweise einfach nicht so gut rüber. Aber die Synchro ist nach wie vor, also die Synchro ist im Deutschen trotzdem relativ gelungen. Auch wenn dir halt diese bestimmten Promi-Stimmen fehlen, hast du dann halt hier andere. Aber es sind schon, die meisten sind dann auch schon im ersten Teil drin gewesen, die jetzt hier wieder dabei sind. Ja, genau. Mhm. Die meisten sind da, die neuen sind halt, die Rolle von Zeta, das ist im Deutschen Christiane Paul. Und wie gesagt, die Rolle von Silva, Chucks Schwester, das ist hier Anke Engelke, die war im ersten Teil nicht dabei. Und dann haben wir noch ein paar andere Figuren, die neu sind. Aber sonst ist es halt wirklich derselbe Cast. Bis auf einen Unterschied gibt es im Original. Hm. Wusstest du, dass im ersten Angry Birds Sean Penn mitgesprochen hat? Nein. Oh mein Gott. Sean Penn spricht diesen großen, fetten, roten Vogel. Aber ohne Scheiß, nach Patrick Stewart in The Emoji Movie als Kackhaufen überrascht mich eigentlich nichts mehr. Ja, gerade bei Sony. Aber weißt du, was Sean Penns Text war? Nee. Im ersten Angry Birds? Nee. Sean Penn verbringt den ganzen Film damit, das hier zu sagen. Das ist alles. Ja, dafür castet man Sean Penn. Dafür castet man Sean Penn. Und ich weiß, es ist ein In-Joke über seine Real-Life-Persona im Prinzip. Ja, ja, ja. Aber trotzdem, ich saß da und dachte und hab da irgendwie IMDb gelesen und dachte mir, Sean fucking Penn, halt wirklich. Das ist, anscheinend ist das einfacher, als ein Bündel Geldscheine zu nehmen und es anzuzünden. Und hier in diesem Fall im Original ist es Nolan North in der Rolle. Aber er macht sowieso kaum was, also ist egal. Und das ist aber schade, weil Nolan North ist ja ein Stimmenakrobat geradezu, ne? Also den kenne ich aus etlichen, aus den Batman-Videospielen kenne ich den zum Beispiel, aus den Arkham Games. Ja, ja, genau, da habe ich ihn auch gehört. Alex Hirsch, den Creator von Gravity Falls, der spielt hier eine Nebenrolle auch. Also du hast hier, im Original hast du unglaublich viele Promis in Wegwerfrollen. Du hast Awkwafina, wie gesagt, Sterling K. Brown. Auf dem Poster ist dieses eine Schwein zu sehen, das aussieht wie The Dude. Nicki Minaj lese ich hier, oh Gott. Nicki Minaj hast du dort, wen hast du noch? Ja, Maya Rudolph, sie war auch im ersten Film. Anthony Padilla, Tiffany Haddish hattest du auch erwähnt. Also und einen von den Stranger Things Boys, diesen Gaten Matazaro, also der mit der legendären Zahnlücke aus Stranger Things. Oh, der ist auch dabei. Okay. Aber du hast jetzt die deutsche Version gesehen, ne? Die deutsche Version, ja, ja. Ja, ja, sonst, gut, hätte ich halt nicht, sonst hätte ich halt nicht gesagt Anke Engelke. Anke Engelke hat mich echt überrascht, weil ich habe eine Weile gebraucht, um sie zu erkennen. Mhm. Weil sie einfach irgendwie klingt wie sie selbst. Und ich bin von ihr einfach so gewöhnt, dass sie so eine ganz bestimmte Stimmfärbung benutzt in ihren zahlreichen Synchronrollen. Aber hier hat es irgendwie, weiß nicht, hat es irgendwie zurückhaltender gemacht. Und ihre Rolle ist definitiv eine der großen Highlights des Films. Mhm. Denn sie spielt diese exzentrische, so eine Art von Wissenschaftlerin im Prinzip. Und die erste Szene führt sie wirklich nicht gut ein, weil das ist so ein Speed-Date. Und da stellt sie Red halt bestimmte gezielte Fragen und sagt dann, oh, wir sind nicht kompatibel und wie auch immer. Und das wirkt dann irgendwie so übertrieben nerdig und irgendwie blöd. Aber dann merkst du halt, wie klug sie wirklich ist und was sie alles kann und wie liebenswert sie tatsächlich ist. Also dann diese Dynamik, die da entsteht, ist wirklich ziemlich gut. Und auch die Tatsache, dass dann Chuck die ganze Zeit dann halt immer so übelst auf sie aufpassen will und immer, wenn er sie und Red irgendwie zusammen bewischt, immer so, ey, das ist meine Schwester! Und so, okay. Damit machen sie ein paar gute Witze. Also sie ist definitiv eine der Highlights. Das andere ist halt die Figur von Zeta, der Bösewichtin, wenn ich das mal so sagen darf. Sie ist ziemlich unterhaltsam auf ihre Art. Und insgesamt der Film, das Ding ist halt wirklich, ich habe dir hier die Handlung erzählt, aber der Film ist wirklich nur ganz lose zusammengehalten, weil es ist im Prinzip nur ein Gag-Szenario nach dem nächsten und der Plot dient nur so irgendwie als Aufhänger. Ja, als Aufhänger, wirklich, ja. Nämlich, das Ding ist, ich habe einen der großen Nebenplots gar nicht erwähnt, wo drei Babyvögel mit noch ungeschlüpften Vögeln quasi spielen, also halt mit den Eiern aus irgendeinem Grund, nehmen sie mit an den Strand und dann treiben die Eier weg auf einer Planke und dann schneidet der Film immer wieder zu diesen drei Vögeln zurück, die versuchen, die Eier zurückzubekommen und jedes Mal wird's übertriebener, wo diese Eier als nächstes landen. Und ich dachte beim Gucken, woran erinnert mich das? Und dann plötzlich ist mir ein Licht aufgegangen, das ist wie die Scratch-Sequenzen in Ice Age. Okay. Was ich mich höchstens noch frage, also so rein optisch scheint man
jetzt nicht einen Sprung nach vorn gemacht zu haben? Ich finde, die Animation war teilweise detaillierter als im ersten Teil. Mhm. Halt, man sieht irgendwie mehr Details in den Federn und bestimmten anderen Sachen. Und also das definitiv. Ich fand, die Musik war besser im ersten Teil. Der Score von Aitor Pereira, der war definitiv sehr viel besser im ersten Teil. Und dieser Film, was man hierzu auch sagen muss, das ist einer der most random Soundtracks. Wirklich, ich hab so eine Art von Soundtrack, ich hab das nicht gehört seit Suicide Squad. Oh Gott. Weil der erste Teil ist auch schon komplett, wo du dir denkst, wer ist auf diese Songauswahl gekommen? Im ersten Teil spielen sie im Vorspann Black Sabbath und anderes, wirklich anderes Zeug, wo du dir denkst, was, oder Never Gonna Give You Up, halt das Rickroll-Ding. Mm. Und hier ist es, die Songauswahl hier, du hast The Final Countdown in einer Szene mit einem Countdown. Ah. Du hast. Ah. Das klingt aber wirklich nach Suicide Squad Niveau. Also. Ja, wie hieß dieses? Turn Down for What hast du an einer Stelle? Mhm. Und eine, da musst du wirklich, da will ich wirklich, dass du rätst. In einer Szene hast du einen Breakdance-Battle. Mhm. Rate, was für ein Stück die dort benutzen. Weil du kommst nie und nimmer drauf. Keine Ahnung, wirklich. In diesem Film gibt es ein Breakdance-Battle zu Harold Faltermeyers Axel F. Okay, das ist, ja. Wobei ich mich frage, also die Schweine machen dann Breakdance oder die Vögel? Nee, die Adler. Ach so, ja. Gegen einen anderen Adler. Weil das muss ich nämlich sagen, es gibt ein Szenario, da habe ich mich fast weggeschmissen vor Lachen. Es gibt eine Stelle, wo sie in das Hauptquartier der Adler einbrechen, mittels eines Adlerkostüms. Mhm. Ich glaube, sieht man teilweise im Trailer. Und da sind halt ein paar von den Schweinen und ein paar von den Vögeln, die steuern dieses Vogelkostüm. Und eben die Tatsache, dass dieses Ding so unglaublich gelenkig ist und die das nicht richtig hinkriegen, das vernünftig zu steuern und die Adler trotzdem darauf reinfallen, das ist schon witzig genug. Aber dann gibt es ein Szenario, wo sie eine Schlüsselkarte stehlen müssen in einer Toilette. Mhm. Und wie das ausartet, es ist einfach, das ist wirklich absolut hysterisch. Echt, ich konnte nicht mehr. Es ist so unglaublich lustig. Und das ist wirklich, also alles, was mit diesem Vogelkostüm passiert, ist wirklich, also ich muss jetzt schlachen, wenn ich darüber nachdenke. Das ist wirklich extrem witzig. Es klingt ja zumindest so, als hätte der Film schon mehr Gespür für Timing, weil ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe von dem ersten Angry Birds, wie gesagt, ich habe ihn nicht gesehen, aber der Trailer sah für mich halt aus wie ein riesiger Werbespot. Ja. Und das scheint jetzt hier zumindest dann so langsam eigenständiger Film zu sein. Ja, es ist, wie gesagt, die Handlung ist so unglaublich belanglos. Ja. Also du hast wirklich, am Schluss gibt's eine nette Auflösung, wo du denkst, okay, weil nämlich ich mag tatsächlich die Botschaft des Films, weil es in diesem Film darum geht, Konflikte beiseite zu legen und wenn Not am Mann ist, zusammenzuarbeiten. Nämlich die Tatsache, dass dann wirklich die Schweine und die Vögel sich gemeinsam verbünden gegenüber eines größeren Feindes, wo es dann halt eben auch letztendlich sich herausstellt, dass es dann nicht, also dass es dann doch irgendwie harmloser oder wie auch immer. Aber das, ich finde, das ist eine schöne Botschaft, obwohl es ist irgendwie komisch, wenn man bedenkt, die Vögel vergeben den Schweinen ein bisschen zu schnell. Bedenkt man die Tatsache, dass sie im ersten Teil ihre Kinder fressen wollten. Ja, gut, das ist. Ja, das ist. Aber ich mag die Botschaft, ich mag den Grundgedanken dahinter. Und einer der anderen Handlungen ist, dass Red war im ersten Teil der Außenseiter, bis er dann geholfen hat, alle zu retten. Und jetzt hat er Angst davor, dass, falls wieder etwas schief geht, sie ihn wieder hassen werden. Und deshalb ist er furchtbar unsicher, mhm, und versucht halt alles allein zu machen, obwohl halt die in der Gruppe ihm wirklich helfen könnten. Und da geht es natürlich darum, dass er eines Besseren belehrt wird und so. Also es ist definitiv etwas da, halt wo ein bisschen Gehalt drin ist. Aber es ist größtenteils, es ist einfach nur eine Ausrede für, oh, wir wollen diesen Gag und wir wollen diese Referenz und diesen Song. Weil es gibt ein paar Gags, die wirklich ziemlich inspiriert sind. In den ersten paar Minuten dachte ich, oh Gott, weil es ist einfach nur eine blöde Slapstick-Einlage, wenn sich gegenseitig da befeuern, mhm, auf den Inseln. Aber es gibt eine Stelle, wo die Schweine mit Krebsen schießen, mit so einem Sack voller Krebse. Und dann kriechen die Krebse auf dem Strand herum und kneifen die Vögel. Und dann geht ein Krebs zu einem Vogel und klaut ihm die Brieftasche. Das ist einfach, solche Gags sind da. Und eine Stelle, wo ich mich wirklich richtig totgelacht habe, ist dann auch, wo der Schweinekönig Leonard, der sagt dann halt zu Red, wir wissen, wer auf der anderen Insel ist, das sind diese Adler und so weiter. Wir haben sie mit Drohnen überwacht und so. Und dann sagt Red, Moment, ihr habt sie mit Drohnen ausspioniert? Ja. Spioniert ihr auf uns aus? Ja. Habt ihr dann auch neulich gesehen, dass, ja, und es ist eklig.
Also wirklich, teilweise gibt's da Sachen, wo du denkst, okay, das war tatsächlich witzig. Und es gibt eine Stelle, wo, hier ist auch ein Beispiel davon, wie teilweise kreativ mit dem Humor umgegangen wird. Mhm. An einer Stelle gibt's eine PowerPoint-Präsentation von dem Schwein Leonard und er zeigt halt Fotos und dann natürlich, das Szenario kennst du, da ist irgendein peinliches Privatfoto zu sehen. Okay. Ne? Ja, ja. Sowas kennst du, ja, ja, ist ja klar. Irgendwie, wie er dann vom Spiegel irgendein dämliches Handyfoto macht, aber dann treiben die den Gag so weit, dass wo du dann noch mehr Fotos siehst, wo du dir denkst, dass die das durch die FSK gekriegt haben. Okay. Oder auch durch die MPAA in den USA, ne? Ja, ja, also, ja, ja, das, wo du dir denkst, wow, das ist irgendwie, das ist ein ganz schön dreckiger Gag für einen Film wie diesen. Das stimmt allerdings. Ja, ja, also wirklich, ich verrate hier nicht, was da ist, aber wow, also es ist echt gewagt. Hast du denn das Gefühl, dass der Film, also klar, die ganzen Popkulturreferenzen oder so, versuchen sie halt dann irgendwie halt eine breitere Zielgruppe anzusprechen. Hast du denn das Gefühl, dass der hier vielleicht ein bisschen mehr Familienfilm ist als der erste? Puh, also die sind beide auf dieser Art, ich weiß nicht, dieser hier, wie gesagt, der ist nicht so aggressiv wie der erste Film. Also von wegen, wo du dir denkst, oh Gott, die Eltern werden nur genervt sein. Ich glaube, hier wird es mehr Stellen geben, wo die Erwachsenen auch lachen. Mhm. Weil die es halt mit dem Slapstick und der Action nicht so weit treiben hier. Weil im ersten Teil gibt's wirklich Stellen, die gehen so ewig lang und wo du auch irgendwann die Schnauze voll hast einfach. Und auch gerade mit den Schweinen. Die Schweine sind sehr Minions inspiriert im ersten Teil. Okay. Und hier im zweiten Teil hast du das auch, aber es ist ein bisschen weniger. Also du hast halt mehr richtige Charaktere und nicht einfach nur diese grünen Blobs, die stumm herumlaufen und blödes Zeug machen. Ich habe jetzt auch gerade gesehen, der erste Angry Birds war gar nicht so erfolgreich. Ja, war erfolgreich genug anscheinend für einen. Aber ich meine, es ist Sony. Sony sind die absoluten Marketing-Huren. Also sind auf jeden Fall sicher gegangen, dass das Ding die Köpfe nicht mehr verlässt und dass da genug Leute reingehen. Sony Animation hat sich ja so ein bisschen rehabilitieren können mit Spider-Man Into the Spider-Verse. Genau, Into the Spider-Verse. Die haben ja auch die Hotel Transylvania-Filme gemacht, die allgemein auch nicht schlecht sind. Genau. Ja, mit denen halten die sich so ein bisschen über Wasser, ne, hatte ich den Eindruck. Ja, ja, genau. Sony Animation macht schon ein paar gute Sachen. Dann zwischendurch, ja, verkacken sie es mit Sachen wie Emoji Movie. Da bin ich mir nur sprachlos, dass dieser Film überhaupt existiert. Aber dann haben sie auch, ich glaube, das war auch Sony Animation, das Peter Rabbit, also dieser Mischmasch aus mit CGI-Tieren, welchen Schauspieler, den fand ich ziemlich gut. Der war wirklich sehr lustig und niedlich. Christoph Maria Herbst scheint irgendwie der Go-To-Guy zu sein, wenn es um die deutsche Synchro bei Sony Animation geht. Der war ja, bei Emoji auch schon. Bei Angry Birds, bei Peter Hase, bei Emoji Movie, genau. Und hier kehrt er natürlich wieder zurück. Das machen sie alles gut, aber wie gesagt, du hast ja natürlich nicht diese bestimmten Wortspiele. Im ersten Teil, ungelogen, sagt Red im Englischen an einer Stelle, oh, pluck my life. Ja. Also das ist schon, ja. Und im ersten Teil gibt es auch eine Stelle, wo sie durch das Schiff der Schweine gehen und da liegt ein Buch in der Ecke und da steht drauf 50 Shades of Green. Okay, okay. Ja, ja, also sowas hast du da. Und hier hast du teilweise so bestimmte Witze auch, wo du dir denkst, wow, teilweise Sachen, die aus dem Nichts kommen und wirklich extrem lustig sind. Und dann gibt's andere Sachen, die sind so random und so dämlich. Du hast hier ernsthaft einen Baby Shark Joke. Ja, ich weiß. Aber halt für jeden Gag, wo du denkst, da kommt ein paar, die dann auch lustig sind. Also es gibt definitiv eine, die echt sterben. Mhm. Aber dann andere, wo du dann doch wieder lachen musst. Also ich war wirklich, ich saß da nicht irgendwie und hab gelitten. Aber das Ding ist halt wirklich, ich hatte 2 Stunden Schlaf vorher. Mhm. Ich habe meinen Geburtstag reingefeiert und dann hatte noch einen Arbeitstag vorher. Und dann saß ich eben in diesem Kino am Nachmittag an meinem 27. Geburtstag, gucke Angry Birds 2 und denke mir, das ist mein Geburtstag. Ja. Ist doch, ja gut, hätte schlimmer kommen können. Also es klingt eigentlich insgesamt recht solide. Es ist, ja. Hast du noch was? Sonst würden wir, glaube ich, auch so langsam zum Ende kommen. Okay, ich hab was. Vor kurzem ist der zweite CGI Asterix auf Blu-ray rausgekommen. Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks. Den habe ich neulich mir geholt und angesehen. Das ist ein viel besserer Film als der hier. Mhm. Halt, wenn ihr die Wahl habt, wenn ihr drüber nachdenkt, gehe ich in Angry Birds 2 oder bleibe ich zu Hause und guck den auf Blu-ray mit meinen Kindern. Bleibt bei Asterix. Angry Birds 2, wenn ihr wirklich nicht die Wahl habt. Angry Birds 2 ist kein furchtbarer Film. Es gibt einige Lacher, aber es ist größtenteils harmlos. Aber es ist wirklich, es ist einfach nichts wirklich, wo du jetzt irgendwie rausstimmst, weil ich ja, gerade aus den USA bekommt der sehr, sehr enthusiastische Stimmen, wo ich mir dann nämlich auch denke, garantiert machen wir die englische Synchro und bestimmte Wortspiele dort, die werden garantiert auch helfen. Ich meine, ich würde
was würde ich dafür geben, Leslie Jones in der Originalsynchro zu hören, weil sie ist extrem lustig. Ja, also das, einige neue Charaktere sind sehr nett. Könnte ich mir denn theoretisch den zweiten Teil auch ansehen, ohne den ersten geguckt zu haben? Nee, absolut nicht. Das ist, okay. Die machen in keinster Form irgendeinen Rückblick oder sowas. Die machen nicht irgend sowas kleines Animiertes, wo dann einst lebten die Vögel auf dieser Erde und dann kamen die Schweine. Nein, es geht einfach sofort los mit Sachen. Du wirst absolut verloren sein, wo du dir denkst, was ist das Verhältnis zwischen diesen Figuren? Du wirst das so nicht verstehen. Ich meine, es ist halt auch wirklich nicht der komplexeste Film, aber das ist, du solltest schon vorher den ersten gesehen haben, weil, wie gesagt, der erste ist auch nicht furchtbar. Es gibt ein paar Sachen, die witzig sind. Ich würde sagen, wir kommen zum Fazit. Puh. Und wir vergeben, passend zum Film, vergeben wir heute mal die Punkte in Piepmatzen. Okay, Piepmatzen, das ist gut, weil es geht ja auch um drei Piepmatze tatsächlich, also drei kleine Piepmatze. Oh Gott, das ist echt schwierig, irgendwie. Also für mich klingt es nach drei, so ein bisschen. Ich tendiere zu drei, also es schwankt so zwischen 3 und 2,5. Mhm. Weil, wie gesagt, ich könnte mir gut vorstellen, wenn ich die nochmal auf Englisch sehe, dann ist das eine definitive 3. Aber die Tatsache eben, dass im Deutschen einiges verloren geht, obwohl es die Sprecher alle Mühe geben, du kannst einfach nicht alles übersetzen so. Mhm. Und ich bin mir sicher, da sind Wortspiele drin, die ziemlich witzig sind. Aber teilweise die Soundtrack-Auswahl ist einfach so random. Und einfach nur darum bemüht, oh, wir brauchen irgendwie die Top 40 Hits alle in diesem Film, einfach fürs Marketing. Naja, teilweise wirklich nur für Sekunden, um irgendwie für eine Punchline, wirklich. Es ist einfach, es ist so schräg. Ja, dann einigen wir uns auf, weiß ich nicht, 2,75. Ja, das klingt ganz gut. Okay. Ja, schummeln wir mal ein bisschen. Gut, genau. Das klingt gar nicht mal so schlecht, also. Nein, das ist auch nicht. Wie gesagt, einige der Charaktere sind auch wirklich sehr, sehr süß und du willst, dass die das schaffen und du willst, dass die da irgendwie zusammenkommen. Aber vor allem gegen Ende habe ich einfach das Interesse verloren. Ich denke, ja, jetzt rettet alle, wie auch immer. Halt, das ist einfach, das Endszenario ist einfach nicht so interessant, wie es sein könnte. Auch wenn, wie gesagt, einige der Gags zünden. Ich habe teilweise wirklich laut gelacht, überraschenderweise. Na gut, das ist ja durchaus was wert. Teilweise wirklich lauter als andere, also das war schon echt. Weil da waren einige Leute drin, halt einige hat ihre Kinder mitgebracht auch. Und dann dafür halt bei Sachen, wo ich nicht gelacht habe, haben dafür die Kinder gelacht. Also man ist es auf jeden Fall irgendwie entsprechend der Zielgruppe. Also die versuchen verschiedene Leute anzusprechen. Scheint wirklich so, ja, auf jeden Fall Familienfilm dann wirklich eher zu sein. Aber das ist nicht unbedingt schlecht. Gut, dann würde ich sagen, wären wir auch durch soweit. Ist ein bisschen lang geworden vielleicht. Niemals. Ja, hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, ihr konntet was damit anfangen, weiß ich nicht. Sonst schreibt gerne in die Kommentare, wenn ich irgendwelche Lore-Insider-Fragen zum Angry Birds-Universum hätte stellen sollen hier. Keine Ahnung, schreibt mir das bitte. Schickt mir irgendwelche Twitter-Vögel, die aussehen wie aus diesem Film. Ja, Lasse, vielen Dank für deine Meinung. Aber gerne. Ja, verabschiede dich noch mit deiner üblichen Referenzlitanei und ja, dann spreche ich das letzte Wort. Okay, ihr findet mich auf Facebook und Twitter @LasseVogt. Mein eigener Podcast heißt Fans About Films, so finden auf Soundcloud und iTunes. Ich schreibe Soundtrack-Kritiken für scoregeek.wordpress.com. Da ist auch eine Kritik zum ersten Angry Birds, zu dem Soundtrack. Der war damals auf meiner Top 10, ist wirklich ein ganz toller Score. Dann habe ich noch einen YouTube-Kanal namens The Deppert. Und das war's eigentlich. Ansonsten bin ich hier unterwegs und noch bei ein paar anderen Podcast-Gast-Sachen, Zeugs, bladiblub. Jawohl, wenn ihr mir dummen, großen Piepmatz folgen wollt, dann tut das bitte und dann zwitschere ich euch meine komischen Filmmeinungen gern. Okay. Das war ja unter einer Minute. Ich bin beeindruckt. Ja, ich bin inzwischen gut drin geworden, das aufzusagen und zu strukturieren. Okay, dann mache ich es ganz kurz. Mich findet man im Internet in erster Linie unter Dom Carnage, ob nun auf Twitter oder auch bei Letterboxd. Und ich schreibe auch mittlerweile bei den Kollegen von Movie Break, geil, Kritiken, News, Specials etc. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Also bin ich auch unter Dom Carnage zu finden. Ansonsten geben wir, würde ich sagen, ab zur nächsten Kritik und Lasse, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss, piep, piep. Ja, herzlich willkommen beim Telestammtisch. Wir haben heute wieder die sogenannte Max Power. Ich interviewe Max Rauscher. Genau, grüß dich, Max. Grüß dich, hi. Es geht ja um den Film Systemsprenger, der
am 19. in die Kinos kommt. Und du hast einen super Trailer vorbereitet und den hören wir uns erstmal an. Dass Horrorkinder nicht nur in Filmen wie Das Omen vorkommen, dafür liefert Systemsprenger von Nora Fingscheid dieser Tage den eindrucksvollen Beweis. Das knapp zweistündige Drama, welches ab dem 19.09. in den hiesigen Lichtspielhäusern Einzug erhält, wurde als deutscher Wettbewerbsbeitrag für die Oscars 2020 ausgewählt und hat auch schon bei der Berlinale für Gesprächsstoff gesorgt. Ob uns der Film auch überzeugt hat? Dazu jetzt mehr in der Besprechung. Wow, mit Musik und Hall und allem. Es ist natürlich wahnsinnig spannend und verstörend. Hast du eigentlich deine Stimme da ein bisschen tiefer gestellt? Ja, die habe ich natürlich tiefer gestellt. Je mehr Spannung, je mehr tief, desto mehr Spannung. Wunderbar. Wir schalten bald noch den Subwoofer dazu, damit es noch mehr verstörend wird. Max, worum geht's in diesem Film? Ja, es geht um die 9-jährige Benny, ein sehr, sehr schwer erziehbares Mädchen. Und dieses Mädchen ist wirklich der Teufel. Also die wird von Einrichtung zu Einrichtung herumgeschoben und schafft es nie irgendwo länger als ein paar Tage zu bleiben, weil sie durch ihre Aggressionen immer wieder entweder die Pfleger oder die Betreuer oder die anderen Kinder in den Einrichtungen entweder körperlich oder ja psychisch an den Rand des Wahnsinns treibt oder auch angreift. Und irgendwann mal begegnet sie ihrem neuen Schulbegleiter Micha und mit dem fängt sie an, eine etwas entspanntere Beziehung aufzubauen. Sagen wir es mal so, er wirkt so, als wäre er derjenige, der sie praktisch bändigen könnte. Und das ist im Prinzip die Handlung des Films, ja, die Rahmenhandlung zumindest. Die Rahmenhandlung zumindest. Ja. Gut. Ich habe natürlich mir die Trailer angeschaut. Eigentlich wollte ich ja mit dir zusammen im Kino sein, aber ich war beruflich verhindert. Sehr schade. Also ich war sehr fasziniert vom Trailer, habe sogar noch Bock gehabt, mir ein paar Teaser-Schnipsel anzuschauen, die im Internet grassieren. Jetzt ist natürlich auch die Frage, kannst du auch über die Mutter von der Benny was sagen? Also wie ist die eigentlich aufgewachsen? Also wie ist die sozial eingebettet? Also die Mutter ist eine von diesen, ich würde sagen, klassischen überforderten Milieumüttern, würde ich jetzt sagen. Wahrscheinlich die Benny zu früh bekommen oder zu einem Zeitpunkt bekommen, als sie gar nicht ins Leben gepasst hat. Und dann natürlich auch mit Benny überfordert gewesen, weil also diese Form von Aggression, die Benny da verbreitet, ist jetzt nichts, was rein aus erzieherischer Sicht zustande kam, sondern da gab es auch Traumata mit Freunden der Mutter, die Benny anscheinend irgendwie handgreiflich, angegriffen haben. Körperliche Gewalt. Oder körperliche Gewalt, ja. Und die Mutter hat noch zwei jüngere Kinder und aufgrund dessen hat das Jugendamt ihr die Benny praktisch weggenommen. Einerseits, um natürlich die anderen beiden Kinder vor Benny zu schützen. Andererseits auch, um es der Mutter ein bisschen einfacher zu machen, sich um die anderen Kinder zu kümmern. Aber wie es halt oft so ist, die Mutter lernt auch aus ihren Fehlern nicht. Und man merkt das in dem Film ziemlich stark, dass sie auch sehr unzuverlässig ist. Und sie auch immer wieder zu diesem Typus Mann zurückkehrt, der sie dann auch unterdrückt sozusagen. Ja, und wie stelle ich mir jetzt mal die Gewichtung im Film vor? Also ist jetzt, wird mehr das System gezeigt oder wird eher die Psyche von der Benny gezeigt? Oder wie ist denn da die Gewichtung aus deiner Sicht? Eigentlich ist es eine Benny-Dokumentation ein bisschen, würde ich sagen. Also bist im Prinzip immer mit der Kamera auf Höhe von Benny. Du siehst jeden Schritt, den Benny macht. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es überhaupt eine Szene oder ein Kamerabild gibt, in dem, wenn Menschen vorkommen, Benny nicht mit dabei ist. Und du durchlebst als Zuschauer eigentlich so eine Episode ihres Lebens. Es ist ein bisschen Coming of Age, wobei man jetzt nicht sagen kann, dass sie halt wirklich irgendwie erwachsen wird oder irgendwie eine
eine Wandlung durchmacht, sondern man verfolgt sie, wie sie zu Beginn praktisch aus der Schule suspendiert wird, in ein Heim kommt. Dann ist eine neue Episode, wie sie praktisch in dem Heim ankommt und dort dann wieder so viel Ärger macht, dass sie praktisch wieder in eine andere Einrichtung kommt. Und so ist der Film aufgebaut. Man schaut eigentlich recht viele Benny-Episoden, sozusagen sieben, acht Bennys. Ja. Und ja, also ich frage es hier einfach so mal so ein bisschen dramaturgisch, weil mich das Thema ja einfach total interessiert. Also identifiziert man sich mit ihr oder ist man auch als Zuschauer eher distanziert und ist eher so ein Beobachter von dem Wahnsinn, sage ich jetzt mal, der halt tobt also im System? Das finde ich relativ, also hat der Film recht gut gelöst, dass man da auch wie in einer Achterbahn drin ist. Also ich bin ziemlich hibbelig geworden. Ich meine, wir haben es hier mit einem Kind zu tun und einem Kind kann man mehr verzeihen. Das ist immer so. Und aber sie schießt halt streckenweise so derb über die Stränge, dass man sich denkt, oder mir ging es zumindest so, dass ich mir dachte, hey, komm, bitte, tut's das Kind da raus aus dem Film. Ich ertrag das nicht mehr. Die geht mir so auf die Nerven. Und das kann sie sehr gut. Und deswegen wurde man auch streckenweise sehr hibbelig. Sie hat es auch perfekt gespielt, wenn sie da ihre Hyperaktivität und ihre Aggression immer entweder, man hat es immer gemerkt, wenn sie kurz vorm Ausbruch ist, dass sie da auch im Gesicht immer angefangen hat zu zittern und mit den Beinen sehr unruhig wurde. Und das hat sich dann auch auf mich übertragen. Ja. Wenn du jetzt konkret fragst, ob man sich mit ihr identifizieren kann, dann würde ich eher fast sagen, nein, weil das Kind geht einem schon ziemlich, ziemlich hart auf den Sack, ganz ehrlich gesagt. Und man, verstehe. Man freut sich, dass es einem selbst nicht so geht. Wahnsinn, ja. Ja, du hast eigentlich schon eine Frage beantwortet, die ich dir konkret stellen wollte, also einfach die schauspielerische Qualität von der Helena Zengel, die ja die Benny spielt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie alt die in echt ist, aber ich schätze, die ist auch vielleicht 12, 13 Jahre alt. Und also nicht nur den Trailer, sondern auch die Filmteaser-Szenchen, die im Internet grassieren, muss ich echt sagen, war Holla die Waldfee. Also so ein intensives Kind habe ich persönlich das letzte Mal als Schauspieler bei So finster die Nacht gesehen. Also super, wo ich dass echt du das wollte, jetzt ansprichst. Der Atem. Dass du den Film jetzt ansprichst, die hat ohne Scheiß. Halt dermaßen viel von diesem Vampirmädchen irgendwie. Ja. Also schon von der Präsenz auf der Leinwand ist es die gleiche in Blond, im Grunde genommen. Ja. Also Bom, ich hab selten ein Mädchen so spielen sehen, dass die hat wirklich diese Leinwand gefüllt. Die hat den ganzen Kinosaal ausgefüllt mit ihrer Spielerei. Und bombig, also wirklich bombig. Cool. Naja. Oh Mann. Ich kann jetzt nur von diesen Teaserschnipseln weitererzählen. Mhm. Also es gibt so eine Waldszene, wo sie ja irgendwie 30 Tage lang da irgendwie ohne Internet und Strom mit diesem Micha zusammen ist. Da fand ich bin ein bisschen so feinfühlig, was jetzt Filmmusik und so weiter betrifft. Das fand ich irgendwie so einen komischen Disco-Tralala-Musikchen dahinter. Also das war jetzt nicht für den Trailer gemacht, sondern es kam offensichtlich im Film vor. Also wie war jetzt bei dir so dieses, sag ich mal, ästhetische, also Kamera, Licht, Musik, hat das alles irgendwie für dich gepasst oder hat es dich da ab und zu ein bisschen rausgetragen? Du musst am Anfang Musik, die eher wirkte wie Soundeffekte. Also die Musik an sich war definitiv nicht irgendwie im Vordergrund. Mhm. Hat das Bild jetzt weder ästhetisch irgendwie untermalt, noch es hat ein paar Szenen gegeben, die hektischer sein wollten. Da war die Musik dann auch hektischer und lauter und ein bisschen so Four to the Floor, Disco Dance, irgendwas. Aber ich meine, also wirklich nichts, was man nicht schon 100.000 Mal in irgendwelchen anderen Filmen
gesehen hätte. Das ist, glaube ich, ganz normale Basisarbeit, die da verrichtet wird. Ja, genau. Also es ist auf jeden Fall eher dicht und du wirst eben nicht von Musik oder sonst was gestört, sondern bist eigentlich mit dabei. Ja, das ist natürlich auch cool. Kameraarbeit war immer sehr nah dran. Also man hatte also wenige Totalen, dafür eben viele Close-Ups, Halbtotalen, also alles, was irgendwie die Schulter aufwärts gezeigt hat, war eher der Fall. Finde ich immer ein bisschen schade, weil ich glaube, mit ein bisschen mehr Budget und ein bisschen mehr Drehtagen wären da sicherlich auch noch eindrucksvollere Aufnahmen mit drin gewesen, vor allem bei der Episode, als sie da im Wald waren. Ja, Hat man nämlich schon gesehen, also da ist schon ein Kameramann, der sich auskennt mit seinem Gewerbe, weil da waren streckenweise so, schon sehr starke Waldaufnahmen und Waldbilder drin, aber leider halt zu wenige. Ja. Und ich finde, der Schnitt hat es ein bisschen, also ich weiß, dass der Film unterstützen wollte, dass es sehr hektisch ist und da ist dann auch dementsprechend mehr geschnitten worden, als es mir jetzt eigentlich lieb gewesen wäre. Ist auch so eine Sache, streckenweise hätte ich gern die Schauspieler mehr in so einem One-Take, One-Shot mal gesehen, mit einer Kamerafahrt oder eben weniger Schnitt. Sozusagen. Ja. Aber zu dem Film passt es, deswegen würde ich da jetzt nur bedingt kritisieren wollen. Super. So, jetzt ist es natürlich eine herbe Geschichte und es ist auch nicht jedermanns Thema, sage ich jetzt mal. Wie fandest du die Geschichte erzählt, beziehungsweise wie ist sie zu Ende gegangen? Also könnte natürlich jetzt passieren, dass ein Spoiler passiert. Aber war das für dich dann ein guter Schluss oder wie hast du diesen Film? Weil es fragt sich natürlich jeder, ja, wie geht denn sowas dann aus oder wo hört dann der Film auf und so weiter? Das ist natürlich auch eine spannende Sache. Also, ja, ein Happy End war es keins. Es war aber jetzt auch kein Ende, das einen auf dem Boden zerdrückt und dort liegen lässt. Irgendwo zwischendrin. Im Vorgespräch haben wir ja schon gesagt, dass du meintest, gelesen zu haben, dass es ein offenes Ende ist. Würde ich zustimmen, dass es offen ist. Es ist aber jetzt nicht dieses klassische offene Ende, wo du dann danach aufstehst und deinen Nebenmann fragst, was glaubst du, wie es jetzt weitergeht. Im Grunde genommen ist die Geschichte auserzählt. Verstehe. Und ich wäre auch schon zwei, dreimal früher aus dem Film rausgegangen. Da gab es für mich zwei, drei Stellen, die dem Film vielleicht besser als Ende zu Gesicht gestanden hätten. Und das Ende ist für mich bisschen der größte Kritikpunkt, da man da schon merkte, da war noch ein bisschen was übrig in der Story und das wollten sie jetzt dann doch noch irgendwie unterbringen. Vielleicht das nächste Mal Kill Your Darlings besser beachten. Ja. Also wie gesagt, ich werde mir den Film, glaube ich, wirklich anschauen, ob ich mir den jetzt im Kino anschaue oder wenn er dann halt auf DVD rauskommt, das nehme ich mir noch, also behalte ich mir noch vor, weil, also ich kann mir vorstellen, dass der streckenweise so dicht ist, wie auch manchmal Ulrich Seidel Filme sind, sage ich jetzt mal, also wo du wirklich eigentlich am liebsten aus dem Kino rausdenkst, wegen Fremdschämen oder sagen, die Situation hältst du nicht aus. Du hast es ja auch schon ein bisschen angedeutet, dass der streckenweise wirklich sagst, um Gottes Willen. Ja, also das war ja im Film wohl nicht das Thema, aber was ich eben noch mitbekommen habe, also diese Nora Fingerscheid, die hat ja nicht nur Regie geführt, sondern die hat das Buch geschrieben und die hat das also wirklich 4 Jahre lang, hat sie eben auch in psychiatrischen Einrichtungen für Kinder und in Kinderheimen bis zu 3 Wochen, also einfach mitgearbeitet, um einfach ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie denn diese gesamten, sag ich jetzt mal, Stationen und Auffangoptionen für Kinder in Schwierigkeiten, sage ich jetzt mal, gemacht werden. Und das finde ich per se schon unterstützenswert, dass man sich das anschaut. Aber das ist eher so mein Sozialengagement, weil ich auch durchaus eine Kinderpsychiaterin kenne und auch eine, die im Kinderheim arbeitet. Okay. Und da habe ich dann schon auch so gemerkt, ja, das davon wird auch immer erzählt, wenn ich mit den beiden mich unterhalte. Also wie schwierig das ist, ja, ein Kind einfach da eine neue Heimat zu geben oder wirklich eine
durchgehende Sicherheit. Also ich finde es total, total spannend. Das macht der Film übrigens super. Also da großes Lob ans Buch. Also man sieht im Abspann beispielsweise auch, wie viel Recherche drinsteckt. Da wird allen möglichen Behörden und Leuten gedankt und Kindern und so weiter und so fort. Man merkt, dass das Buch ist, glaube ich, 2016 irgendwie entstanden in dem Dreh, weil da fing es an, dass das Drehbuch praktisch Preise gewann. Und was an dem Buch wirklich sehr schön ist und woran man merkt, dass da wirklich viel Recherchearbeit drinsteckt, das ist, da ist in keiner Szene irgendwo ein hochgehobener Zeigefinger, nee, der warnende Finger bleibt aus in diesem. Es wird hier nicht aufs System gezeigt, dass das System scheiße ist. Oder es wird jetzt nicht auf die Mutter gezeigt, dass die Mutter irgendwie Schuld hat an dieser Situation. Oder es wird auch nicht gesagt, dass das Kind einfach so ist, wie es ist. Nee, es wird einfach nur ein Zustand sehr sachlich beschrieben. Du merkst, okay, es gibt da Probleme, die Behörden haben. Beispielsweise, dass Bennys Alter zu jung ist für manche Maßnahmen. Es ist auch diese Waldepisode, die kann man ja nennen, die kommt ja im Trailer vor, wäre eigentlich auch nur für jugendliche Straftäter eigentlich. Ja, also und das war eh schon so. Ausnahme. Genau, da sind wir jetzt in dem Punkt, wo man sagt, wir müssen mit Benny Dinge ausprobieren, die wir vorher noch nicht ausprobiert haben. Und da, man merkt, wie die einzelnen Personen auch ein bisschen dran verzweifeln. Sie hätten gern mal irgendwelche positiven Fortschritte. Und sie reden sich diese Fortschritte streckenweise auch sogar selbst ein. Aber man merkt, dass sie dran verzweifeln. Und die Nebenfiguren tragen dieses Buch so gut. Also Benny kann nur so gut spielen, weil eben diese Nebenfiguren ihr den Raum auch lassen und das dann auch unterstützen und gut auf Benny reagieren. So muss man es fast sagen. Ja, was mich auch interessieren wird, wenn ich es mir anschaue, und dir ist es ja auch nicht aufgefallen als Kluft, also weil du gesagt hast, durchweg sind auch alle sonstigen Nebenrollen gut besetzt, weil also gerade wenn es um irgendwelche Jugendämter und Entscheidungsgremien geht, dann ist es eine wohl Gott sei Dank nicht differenzierbare Mischung aus echten Experten, die das wirklich tagtäglich beruflich tun und eben halt noch eine Handvoll Schauspieler. Und ich kann mir echt vorstellen, dass wenn das wirklich sauber recherchiert und inszeniert ist, dass das einfach ein Guss ist. Also wo du auch gar nicht mehr weißt, ist es jetzt Fiktion und wo sind jetzt die echten Fachleute auch im Film? Also das finde ich sehr, sehr spannend. Also durchwegs, also da kann ich überhaupt keinen Kritikpunkt sehen, weil da ist einfach da merkt man, da ist mit Liebe gearbeitet worden und da haben sich die Leute auch Mühe gegeben, die Sachen zu hinterfragen. Und deswegen, also da gibt es für mich volle Punktzahl. Und ich muss eine Sache wirklich nur sagen, in der Mitte des Films hat Benny Geburtstag und wird 10. Und es hat sich noch nie so zynisch angehört, wie andere Leute, wie schön, dass du geboren bist, singen. Wow, cool. Dann ist es ein Big Life Moment in diesem Film. Ja, super, super toll. Also, cool. Ich würde jetzt gern sagen, geht ins Kino. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass meine Kritik von anderen Leuten zerrissen werden würde. Die finden dann irgendwelche anderen Fehler, die gibt es immer zu finden. Aber ich bin mit einem guten Gefühl aus dem Kino rausgekommen und es hat sich das bestätigt, was mir eine Pressekollegin vorher gesagt hat. Sie hat gesagt, jetzt stell dich doch mal auf harte Kost ein. Und nach einer halben Stunde wusste ich, was sie meint. Okay, jetzt steht ja hier groß geschrieben FSK ab 12 freigegeben. Also wir sollen ja immer irgendwie so eine gewisse Empfehlung geben. Zielgruppe, keine Ahnung, Altersgruppe, Einkommensgruppe, was weiß ich. Würdest du jetzt ein 12-jähriges Kind da reinschicken beispielsweise? Könnte sein, dass der vielleicht ein bisschen zu arthausig ist für ein 12-jähriges Kind.
Das wäre aber eigentlich das einzige, das einzige Bedenken, das ich da hätte. So an sich gibt's da nichts, was ein 12-jähriges Kind nicht sehen könnte. Ja, ja. Also da, es gibt zwar ein paar Gewaltszenen, aber die sind nicht explizit im Vordergrund. Ja, das habe ich eben auch mitbekommen, dass die eben schön angedeutet, vorbereitet werden, aber bestenfalls dann die Spuren des Ausbruches vielleicht noch gezeigt werden. Es gibt einen wirklich harten in den Magenschlag-Event in diesem Film. Ja, das war übrigens einer der Punkte, wo ich übrigens danach rausgegangen wäre, also als um den Film zu beenden. Okay. Also jedenfalls regt er total den Kopf an, sage ich jetzt mal, und man hat einen Einblick in eine Karriere, sage ich jetzt mal, von einem Kind, das durch verschiedenste Systemhilfen einfach durchfällt aufgrund ihrer Art. Ja. Ich muss noch kurz sagen, also diese Nora Fingerscheid hat auch gesagt, sie wollte ganz bewusst niemanden mit Migrationshintergrund als Protagonisten haben, niemand aus einem finanziell schwierigen Lager und niemanden, der in der Pubertät ist, dass also jeder, der den Film sich anschaut, sich voll auf das System und auf das Kind konzentrieren kann und nicht sagt, ja klar, die haben ja kein Geld und ja klar, die kennen ja unsere Kultur nicht und ja klar, die ist jetzt in der Pubertät und tickt sowieso von innen heraus sofort aus. Also ich finde es super, super interessant. Ich finde es super interessant. Es hat einen schönen, es kann jedem passieren, Vibe. Ja, cool. Und was man vielleicht wirklich auch noch, ich weiß nicht, ob du es erwähnen wollen würdest, aber der Film, der geht ja praktisch ins Rennen um die Oscars nächstes Jahr, also beziehungsweise halt, ob es auf die Shortlist schafft, wissen wir nicht. Und je nachdem, wie die Konkurrenz ist, dem würde ich es auf jeden Fall zutrauen, dass er unter die Top 5 kommt und dann vor die Academy treten darf. Wow. Mal gucken. Aber ja, wenn da ein paar Leute in Entscheidungsgewalt haben, die so denken wie ich, dann könnte gute Chancen haben. Das ist ja auch nochmal ein Prädikat. Jetzt kommen wir somit eigentlich auf eine gewisse Punktezahl, die du als Bewertung ja abzugeben hast. Ja. Von 0 bis 5. Was ist deine Bewertung? Also ich gehe über die 4. Ja. Gebe mal 4,3. Paar Abstriche am Ende oder fürs Ende. Das wäre aber wirklich so der einzige Kritikpunkt, wo ich wirklich dann Punkte abziehen wollen würde. Denn mich würde es schon interessieren, wie hätte der Film mit 90 Minuten anstatt 120 gewirkt oder vielleicht mit 100 Minuten. Und hätte vielleicht die ein oder andere Episode vielleicht nicht mehr ganz bis zu Ende erzählt. Kam dann, wie ich schon sagte, ein bisschen erzwungen vor. Ansonsten Rest tipptopp. Den Schnitt lasse ich außen vor, denn im Normalfall würde es mich stören, wenn Filme so hektisch geschnitten sind. In dem Fall hat er aber eigentlich nur dazu der Schnitt nur dazu beigetragen, dass man diese Unruhe besser auf sich selbst transportieren und projizieren kann. Und deswegen Systemsprenger 4,3 ist meine Wertung. Na wunderbar, lieber Max. Jetzt stelle ich noch fest, dass wir uns genau vor 2 Wochen über mein Lotterleben, alles Bingo mit Flamingo, was auch sehr pink war, unterhalten haben. Aber als Double Feature würde ich jetzt diesen einen guten Film und den anderen guten Film wahrscheinlich nicht empfehlen. Nee, das haben wir, glaube ich, andere Zielgruppen. Unbedingt. Man sollte übrigens in Systemsprenger nicht unbedingt reingehen, glaube ich, wenn man gerade sein erstes Kind erwartet. Okay. Ja, vielleicht lieber warten, vielleicht bis irgendwie das eine Art von, ja, bisschen, genau. Bisschen schon da war. Oh Mann.
Okay, ich bedanke mich recht herzlich, dass wir uns über diesen sehr aufwühlenden, spannenden und intensiven Film unterhalten konnten. Wunderbar. Und freue mich auf die nächste Begegnung. Ich mich auch. Beim Telestammtisch. Die wird wiederkommen. Unbedingt. Also. Lass dir gut gehen. Ja, bis auf Weiteres. Mach's gut. Ja. Ciao. Tschüss. Stellt euch alle mal vor, es kommen die wichtigsten Verwandten zu Besuch und ihr wisst nicht, wie ihr sie bewirten sollt. Und dann geht der Boiler kaputt. Darum geht's jetzt bei Downton Abbey. Welches Event findet eigentlich statt, wenn Tante Mildred und das nette schwule Pärchen aus dem dritten Stock gemeinsam ins Kino rennen? Downton Abbey kommt auf die große Leinwand. Nach 6 Staffeln und 4 Jahren bekommen die Fans endlich wieder neue Geschichten aus ihrem Lieblingsadelssitz. Der Film kommt am 19.09.2019 in die deutschen Kinos, dauert 2 Stunden und 3 Minuten und wurde von Michael Engler inszeniert. Ob Downton Abbey neue Fans hinzugewinnt oder gar alte Fans vergrault, wir finden es heraus. Jetzt in unserer Besprechung. Viel Spaß! Gut, hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Outdoor-Podcast im Herbst 2019. An meiner Seite im Biergarten Bavaria Park. Die unglaubliche Lady Eva. Hallo. Und Lord Andy McPapelitzki. Guten Abend, hallo. Oha, das war nicht ich. Nee. Wie man es im Hintergrund vielleicht hört, da ist ganz schön viel Party und Vorbereitung aufs Oktoberfest in München. Und deswegen haben wir uns jetzt hier reingeschlichen und haben gedacht, jawohl, machen wir mit. Denn was gibt's Besseres als Umgebung, als einen königlich bayerischen Biergarten für, ja, Downton Abbey. Die schönste Verfilmung einer Serie seit wann? Mindestens 2 Monaten. Erzähl doch mal. Wir haben gerade das neue Telestammtisch-Spiel gespielt. Da können wir gleich mal schon ein bisschen anteasern. Wir bringen bald ein Spiel raus. Und da war eine Frage, nennen 3 Filme, die auf Serien basieren. Und wir haben ziemlich abgekackt. Ja, denn Downton Abbey wurde nicht genannt. Obwohl wir ihn gerade erst geschaut haben. Also ihr habt ihn geschaut. Und ich stelle hier die klugen Fragen. Und Biergarten passt ja insofern, als es auch ein gastronomisches Thema ist. Denn ich habe im Vorfeld gelesen, ich habe mich super belesen, was die Handlung angeht. Da geht es ja um wirklich spannende Sachen, wie zum Beispiel, der König kommt zu Besuch. Und dann? Tja, was ich will passiert? Nicht spoilern, aber der Boiler geht kaputt. Und unser Freund, der Hobby, belästigt uns gerade bei der Aufnahme. Ein kleiner Grashüpfer. Der uns hier beiseite steht. Ja, Eva, erzähl doch mal, worum geht's denn da? Habe ich eigentlich schon jetzt gerade zusammengefasst. Also der Boiler geht kaputt und sie wissen nicht, was sie kochen sollen. Das soll jetzt nicht zynisch klingen, aber so ungefähr ist die Handlung. Also wer was kocht und warum. Und dann geht's noch um ein Kind, das ungeboren möchte, dass der Vater dabei ist. Und der Vater kriegt dann vom König die Erlaubnis, daheim zu bleiben oder so. Genau, aber mehr. Also es spielt an diesem Schloss und alle sind sehr adrett angezogen. Es sind schöne Zimmer. Schöne Klingt jetzt für mich wie ein Episodenfilm oder eher wie ein Film, 5 Folgen irgendeiner Serie aneinandergereiht. Richtig. Ja, wie du ja schon gesagt hast, also es geht, die Serie Downton Abbey ist ja schon seit 2010, ich glaube bis 2015 wurden da 6 Staffeln gedreht und die war sehr erfolgreich. Ich habe sie leider nie gesehen, das können wir gleich vorneweg sagen. Und es tut uns auch sehr leid, würde ich mal behaupten, dass wir jetzt nicht aus der Sicht eines Fans sprechen können, sondern den Film als Film beurteilen müssen. Und es geht um dieses Adel, um diese Adelsfamilie, die auf ihrem Schloss in Nordengland wohnt und da halt einfach ihren Alltag bewältigen. Und da sind halt so ein paar noble Lords und Lordinnen. Lord,
Lordaretten. Und die haben halt ihre Belegschaft. Also hier unten im Keller ist halt die Küche mit den ganzen Köchen und Bediensteten und so weiter. Und die bereiten sich halt darauf vor, dass halt der König und die Königin aus England zu Besuch kommen. Und hast du ja auch schon gesagt. Eigentlich, genau. Aber dadurch, dass halt eine Serie ist und da irgendwie unendlich viele Charaktere mitspielen, hat halt jeder noch seine Nebenhandlung. Und wie du schon gesagt hast, gibt es halt dann dieses eine Pärchen, die ein Kind erwarten. Und der König kommt dann zu Besuch und will von dem einen, dass er mit auf irgendeine Indienreise kommt. Und die Frau findet es halt nicht so geil, weil dann das Kind ohne Vater aufwächst. Und dann gibt es noch die Lady Dingsbums, die gespielt Maggie ist Smith. Von Maggie Smith. Ja, genau, die einzige Schauspielerin, die ich erkannt habe, bis auf vielleicht noch den Matthew Good aus Watchmen, der aber in den letzten 5 Minuten mal auftaucht. Egal, ist auf jeden Fall sind da halt einfach 50 Charaktere drin, die ihre eigene Handlung haben. Da gibt es noch den Butler, der wird dann ausgetauscht von einem anderen Butler. Ist er der Mörder? Es gibt keine... Oh, nein. Es gibt sogar... Das finde ich auch ganz spannend. Also ich habe die Inhaltsangabe der Serie gelesen und anscheinend ist der... Der Reiz an dieser Serie ist halt, dass es sehr detailverliebt ist und dass die, und das kann man im Film nicht absprechen, dass die Kostüme der Hammer waren und der Schauplatz auch, also wirklich anfangs bist du da reingeworfen. Anfangs war die Musik auch sehr schön, also mit dieser klassischen Musik untermalt, es war sehr schön anzuschauen, einfach im Kino. Geile Kulissen, geile Kostüme, alles super. Und das ist der eine Reiz dieser Serie und der andere Reiz ist auch, dass sie irgendwie diese komische, ich nenne es jetzt mal Soap, Handlungsstränge halt auch mit realen Hintergründen vermischen. Also in der Serie wird dann zum Beispiel der Untergang der Titanic irgendwie behandelt und der erste Langstreckenflug von Dings nach Bums und so, keine Ahnung. Und das hat mir in dem Film ein bisschen gefehlt. Es wird nur thematisiert die Unabhängigkeit von Irland, weil einer von diesen Leuten, die da rumhängen, ist Ire und das wird öfter mal thematisiert und dann gibt es auch irgendwie einen irischen Agenten, der versucht, den König umzubringen. Aber das wird halt sehr schnell abgehandelt am Rande irgendwie. Und es passiert alles so schnell. Und wie du schon gesagt hast, episodenmäßig ist es wirklich so, also wenn man die Serie nicht kennt, ist es wirklich so, man hat diesen Serienvibe. Du hast ja auch während dem Film gesagt, die Dialoge sind teilweise auch sehr schnell. Und? Ja, also der Film war schnell und gleichzeitig langsam. Es war so ein ganz komisches. Eine Schnecke auf Speed. Ja, weil genau, du hast diese verschiedenen Charaktere und diese verschiedenen Konstellationen, die ihre verschiedenen Handlungsstränge haben. Und die werden dann so richtig schnell abgehandelt. Die Dialoge sind sehr schnell. Was blöd war, dass wir ihn auf Deutsch gesehen haben, weil ich glaube, auch ein Reiz des Films und der Serie wäre natürlich... dass man ihn auf Englisch sieht, weil die reden ja, wahrscheinlich aber versteht man ihn dann? Das ist die Frage mit Untertiteln. Die hätten so, wahrscheinlich das super geil. Englisch. Noch mehr zu den Kleidern das wäre bestimmt schön gewesen. Wir haben ihn leider auf Deutsch gesehen. Aber was mich auch ein bisschen gestört hat, weil anfangs fand ich die Musik sehr schön, aber dann relativ schnell hat sich da so ein Rhythmus eingependelt, dass du immer eben eine Szene hattest von, okay, wir haben jetzt hier unten in der Küche die Mägde und die Köche, die sich darauf einstellen, dass die zu Besuch kommen, hier König und Königin, und was sie machen. Cut. Und dann kommt wieder dieses klassische Thema und dann hast du die Royals, die sich über das unterhalten, dann wieder Cut, dann kommt wieder dieses Thema. Und das hat mich sehr an Seinfeld erinnert, weil da hast du ja auch immer eine Szene und dann hast du dieses Bam, 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 Bass, Lick. Und so hat die Musik dann halt da auch gewirkt. Also das waren wirklich Szenen hintereinander abgetrennt und das war einfach so ein Overkill. Geschichten ineinander, ja. Ja, und es waren mindestens 10 einzelne stehende Plot. Und das sind ja auch komplett neue Schauspieler als bei der Serie. Also sind die gleichen zum Teil. Ja, schon. Also der Hauptcast ist schon auch aus der Serie. Ja, dann kann man sich darauf ja freuen. So, ja, ich denke auch, wenn man sich 5 oder 6 Staffeln mit diesen Leuten da mitgelitten und mitgefiebert hat, dann ist es bestimmt, also wir wollen ja das auch fair hier machen und so. Mhm. Ich glaube auf jeden Fall, dass wenn man die Serie mag und nichts dagegen hat, dass man sich eine Compilation aus 6 Folgen hintereinander anschaut, dann ist es bestimmt cool, weil der Film hatte bestimmt ein hohes Budget und der sieht vielleicht noch besser aus als die Serie, weil der sah ja echt gut aus von den Kulissen, Filmen, Kamerafahrten und Bullshit. War der hochwertig und schön anzuschauen, aber man darf halt keinen guten... Also inhaltlich hat es schon etwas gelitten, weil, glaube ich, von jedem was reingepackt werden sollte und hat jeder halt so seine 5 Minuten gekriegt immer mal wieder und ich fand die Geschichten mal halt echt schade, etwas oberflächlich, bis auf das eine schwule Pärchen, das war thematisch untergebracht, ganz interessant in Anführungszeichen, also sofern es zu dem Thema passt, aber sonst... Und dann war noch einmal auch was erwähnt mit diesem
Flugzeug mit dem Thema Fliegen. Das war aber auch nur ein Nebensatz. Und ansonsten habe ich jetzt wirklich eher so Geschichten wie, wer kocht und der Boiler ist kaputt und das Dach und der Garten muss gemacht werden, damit halt die Royals sich wohlfühlen. Und drei neue Pärchen kommen zusammen. Man hört halt so ein bisschen, genau. Der eine Ire verliebt sich in die Erbin, die Tochter, bla, von dem und hier und da. Man hört halt so die Alltagsproblematik von so Oberreichen. Ja, stimmt. Das klingt jetzt ein bisschen böse, auch nicht immer aber ohne die Serie jetzt zu kennen so richtig, also das ist jetzt ein bisschen vernichtend. Wie gesagt, wir wollen jetzt den Film nicht schlecht reden, weil für Fans dieser Serie ist der bestimmt super, eventuell. Aber für mich hat es sich wirklich so angefühlt, als würde ich eine 2,5 Stunden lange Reich und Schön Compilation schauen. Weil es sind halt wirklich, teilweise ist es halt alles sehr... Ja, First World Problems einfach. Ja, man feiert das Reichsein, genau. Und man kann sich darin ergehen und mal so richtig, das ist richtig Urlaub vom Alltag. Also es ist einfach ja, schöne Sachen anschauen. Ja, das wäre wahrscheinlich auch Kritik an der Serie. Wie gesagt, ich habe die Serie nie gesehen, aber eine Serie über irgendwelche Adelsfamilien und so, die sich halt über ihr Erbe Sorgen machen. Naja gut, angeblich ist ja die Serie nicht ganz so Denver-Clan-mäßig, wie man vermuten könnte. Ja, die Großherzigkeit und die Güte der Reichen wurde auch dargestellt, weil dann eine Arme mal, also das will jetzt möglichst wenig spoilern, aber genau, so, da wurde schon gezeigt, also wie gut die sind, guten Herzens, die sind alle aber sehr halt nett. Auch nur, wenn sie wollen. Und wenn sie halt nicht wollen, dann hätten die ärmeren Leute oder irgendwie, die nicht zu dieser Schicht angehören, halt auch Pech gehabt. Aber solange sie das so machen, wie man sich das vorstellt, ist ja die Welt eine heile Welt und so ist es halt dort auch. Besteht denn die Gefahr, dass in 2 Jahren Downton Abbey 2 in die Kinos kommt? Oder ist das jetzt auserzählt? Ist Downton Abbey begraben worden? Nee, also da kannst du noch ewig, 10 Filme machen. Endlos. Ja, der Boiler kann ja wieder kaputt gehen, also man weiß das ja nicht. Okay, ich habe jetzt einen positiven Punkt aufgeschrieben, das waren die Kostüme. Bei den anderen Sachen seid ihr jetzt eher ein bisschen skeptisch gewesen. Dialoge und das Aussehen, wie haben die Schauspieler denn gespielt? Kommen wir mal aufs Handwerkliche. Gut. Das kann man ja jetzt relativ objektiv. Pantomime. Also ich fand, dass also Andi nickt gerade mit so einem Schmollmund. Nee, den kann man nichts vorwerfen. Was hat er gerade was Gutes gegessen? Wir haben zu viel Pantomime gespielt. Das, was sie machen sollten, haben sie gut gemacht. Und es gab auch durchaus irgendwie Sympathieträger. Und man hat da richtig gemerkt, also wir waren im Kino mit bestimmt 10 Leuten, die Serie kannten. Und da gab es halt zum Beispiel Maggie Smith zum Beispiel. Die kennt man ja eh schon. Die Schauspielerin hier aus, ich kenne sie nur aus The Hook. Und zum Beispiel Harry Potter habe ich nie gesehen, aber das spielt sie auch mit. Ist ja wurscht, die kennt man auf jeden Fall. Und die ist halt anscheinend der Star, die ist halt so der Fan-Favorite da. Und immer, wenn die irgendwas sagt, ist immer so ein One-Liner. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt in der Serie mitgespielt hat. Ich glaube schon, doch. Hat Maggie Smith, das ist jetzt was, dürft ihr in die Kommentare schreiben, wie doof wir sind, dass wir nicht wussten, dass Maggie Smith... Ich bin mir ziemlich sicher. Smith in den Smith. Ja, Smith. Jetzt haben wir alle einmal gesmith. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie mitspielt und die ist schon so eine Art Fan-Favorite. Und die ist halt so die alte, ein bisschen schrullige Oma. Und die haut halt einen One-Liner nach dem anderen raus. Also wirklich, die ist sie halt die Chefin von diesem ganzen Laden, oder? Ja. Schon. Darum geht's ja auch. Ja. Ihr Erbe und so. Dass das in guten Händen ist und wer das übernimmt. Und das schon. Aber sie hat jetzt nicht so viele ernsthafte Szenen. Sie ist echt nur dafür da, um so ein paar witzige Sprüche zu machen. Ja, aber sie hat den Laden, also im Film, in der Geschichte selbst. Ja, aber nochmal zu der Frage. Ja. Also die ist sehr charmant und macht das Landlady. Super. Und jeder Charakter spielt auf jeden Fall die Rolle, die er spielen soll. Auch wenn die halt teilweise sehr klischeebelastet sind, so ungefähr. Also da gibt es halt dann die ein bisschen... Ja, die Frau, die das Kind halt kriegt zum Beispiel. So ein bisschen unbeholfen oder so ein bisschen so eine Mischung aus, sie will sich durchsetzen, aber sie ist schon so ein bisschen so eine, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Sie spielen alle ihre Rollen, die eventuell ziemlich klischeemäßig sind, aber sehr gut. Also auch dieser Butler und auch dieser irische Gentleman-Typ, der sich dann in die andere Tussi verliebt und so. Das war schon alles. Und es war auch ganz witzig zum Teil. Genau, also so neben, es hatte nichts besonders viel Bedeutung, aber es waren so kleine Nebenschauplätze, die durchaus zum Schmunzeln angeregt haben. Doch, es war schon. Aber es war teilweise auch
da muss man, glaube ich, Fan der Serie sein, weil man dann sonst nicht, also die Dialoge ernst nehmen kann. Weil, wie gesagt, der Boiler ist kaputt. Und die Küchenmagd muss die ganze Zeit diesen Klempner, der jetzt zu Besuch kommt, irgendwie zu dem Boiler führen und ihm sagen, was er zu tun hat. Aber sie ist eigentlich mit jemand anderem, mit dem Butler oder mit irgendeinem anderen Bediensteten zusammen. Und dieser Bedienstete ist dann halt immer mega eifersüchtig, wenn sie diesem Klempner sagt, wo es lang geht. Und der dann sagt so, die Pumpe läuft wieder. Oder, oh Gott, das oh Gott. War so schweinisch. Haben das wir da wie, Pornodialoge also, oder was? Ja, ohne Scheiß. Ich habe nur darauf gewartet, dass jemand sagt, gesagt, warum liegt hier Stroh? Oder ja, wirklich. Er hat gesagt, also, so, ja, da muss ich, also er sagt jetzt nicht, ich muss ein Rohr verlegen jetzt oder läuft so. Er wieder. Aber es ist wirklich in also dem, auf dem Niveau. Also man kann schon nachvollziehen, warum der Verlobte eifersüchtig war. Weil ja, der hat genau. sich schon gedacht, dass die über Rohre reden. Und dann am Schluss dann irgendwie, also ich, von Spoilern kann ich nicht reden, aber dann diese Dialoge so, ach, du warst die ganze Zeit eifersüchtig, das ist ja total süß. Und dann so, ach oh Gott, das tut mir jetzt voll leid. Und dann, und dann kommt Dialoge der Bass von Seinfeld. Oh. Dann sagen sie, lass uns, und dann so, ah, dann tickst du ja genauso wie ich, lass uns zusammen die Welt besser machen. So, what? Und dann machen sie ein Kind. Eventuell im nächsten Film. In der also wie gesagt, Szene. Ich will jetzt ja gar nicht auf in den Film kaputten abheben, weil diese Dialoge sind halt wirklich keine, also, das sind keine Filmdialoge oder so, das klingt jetzt ein bisschen blöd. Aber es ist ja auch keine Slapstick-Komödie. Ja, weil ich also halt wirklich, es hat halt wirklich diesen Serien-Vibe. Also du kannst den Film nicht als es Film ist, sehen. Glaube ich, es ist wie eine Verfilmung von Rosamunde Pilcher. Ich glaube, das kann man ganz gut. Also wenn man das mag, also einfach so eine... Sag dir das jetzt mal. Naja, ich weiß nur, dass Rosamunde Pilcher halt viel gut für Ü50 ist. Ja, so fand ich das passt auch. Ja auch. Also uns schöne englische Landschaften. Also, da gibt es ja auch eine Fangemeinde. Zähle nämlich auch ein bisschen dazu. Passt schon. Aber müssen wir ja jetzt, weil wir ja beim Telestammtisch immer fair bewerten wollen und alles, da müssen wir ja jetzt sagen, will der Film nur ein Feelgood für Ü50 sein und schafft er das? Weil dann ist es ja alles erreicht, was sie wollen. Ich würde es auch nicht über 50-Jährige beleidigen. Oder Ü, nee, ich irgendwie mit dir beleidige ich immer über 50-Jährige. Das war schon beim Hund so. Ich weiß nicht, ob es an dir oder an mir liegt. Es liegt sicher an mir. Ich habe da anscheinend ein Trauma mit 50-Jährigen. Nee, aber Klischee 50-Jährige, ja. Glaubt ihr, dass der Film das erreicht hat, was er sein wollte? Ja. Also Fanservice? Vielleicht. Ich hab andere das Kritiken hat, gelesen, sehr weil... serienmäßig. Also. Weil ich eben auch ein bisschen andere Meinungen dazu hören wollte, die halt auch die Serie kennen. Und ich habe zum Beispiel auch Kritiken gelesen von dem Guardian oder Variety und so. Also der von auf den Tomatoes zum Beispiel hat eine gute Wertung. Ist ja wurscht. Muss ja nicht alles so auseinanderfriemeln. Aber da waren zum Beispiel halt auch Kritikpunkte, dass halt einfach die Handlung für einen Film einfach viel zu dünn ist. Also das ist halt kein Film. Das ist einfach eine Serie in die Länge gestreckt. Und das hat man total gemerkt. Und deswegen ist es halt natürlich schon ein Kritikpunkt, dass wenn du einen Kinofilm machst, dann sollte man sich vielleicht ein bisschen anstrengen, da ein bisschen Mehrwert zu haben. Als dass du, dann hätten sie einfach eine siebte Staffel machen können. Es hätte ja Themen gegeben. Also man hätte Weil ich finde es ja halt auch, dass es im Kino, wie gesagt, wenn du ein krasser Serienfan bist, dann passt es schon. Also von dieser Serie. Aber wenn du einen Film sehen willst, dann hast du halt da so krasse Strukturprobleme. Also allein die Auflösung am Schluss, dann musstest du alle diese 10 bis 20 Plots halt einfach, musstest du am Schluss zusammenführen. Und ich saß halt wirklich am Schluss eine Dreiviertelstunde drin. Nach eineinhalb Stunden war die Handlung vorbei. Aber dann musstest du alle Charaktere noch aufeinandertreffen lassen, um irgendwas zu klären. Und das war halt wirklich so ermüdend, weil das war wirklich so abgehakt, nacheinander. Das war wirklich kein dramaturgisch schönes... Okay, irgendwie, es geht dem Ende zu. Wenn mich jetzt fragst, klingt es ganz leicht nach einer Mischung aus Fanservice, gepaart mit wir quetschen jetzt noch mal ein paar Euro oder ein paar Pfund aus unseren Fans raus, weil die gehen da sicherlich ins Kino. Und ja, es war ja oft schon so, dass irgendwelche Serien, wenn sie verfilmt wurden, auch wieder eine Frage an euch, welche Filme basieren auf Serien. Mal schauen, ob ihr da drei Stück zusammenbekommt. In 5 Sekunden. In 5 Sekunden, ja. Nee, es ist ja oft so, dass Serien keine vernünftigen Kinofilme abgeben, weil Serien viel zu komplex sind. Deswegen dauern sie ja meistens auch länger. Und ja, deswegen wollen wir da jetzt, glaube ich, auch gar nicht drauf reinhauen. Also nicht reinhauen in Downton Abbey. Nee, man kann schon folgen. Ich hatte nämlich zuerst halt auch die, wir haben uns die Frage gestellt, ob man überhaupt halt irgendwie folgen kann oder ob die Charaktere irgendwie nochmal einführen oder so. Aber das Problem war halt auch, also was heißt das Problem? Man musste die Charaktere nicht einführen, weil man relativ schnell erkannt, was diese Charaktere
sind. Oder Königin hat man auch erkannt. Man hat gewusst, okay, das ist jetzt die Magd oder das ist der Koch und die sind unten und das ist die Chefin und das ist der Typ, der eingeheiratet hat. Das hat man alles relativ schnell gecheckt. Deswegen habe ich jetzt nicht das Gefühl gehabt, ich könnte dem Ganzen nicht folgen, weil ich die Charaktere nicht verstehe oder so. Okay, ja, ich glaube, wir müssen jetzt langsam zu einem Ende kommen, denn die hier wird der Biergarten, glaube ich, gerade abgerissen. Nee, ja, wollen wir eine Wertung abgeben? Also ich kann leider gar keine Punkte abgeben, denn ich habe den Film nicht gesehen. Aber ich könnte kleine Krönchen von euch verlangen. Wie viele Krönchen würdet ihr denn vergeben? 5 als Maximum, bitte. Boah, schwierig. Oder Boiler. Ich würde gern Boiler verteilen. Kaputte Boiler. Kaputte Rohre. Kaputte Rohre verlegen. Wie viele kaputte Rohre würdet ihr gern verlegen? Wow. Ich finde es echt schwierig bei dem Film, weil er sich ja nicht dumm angestellt hat, aber ja. Man kann ja zwei Wertungen abgeben. Ich nehme einfach mal 3, würde ich jetzt sagen. Also er ist echt langatmig und ja, aber nicht schlecht gemacht. Im Kannst ja weniger geben, 3. Ja, aber 3 ist ja eher überdurchschnittlich gut. Ja, ja, ich will ihn jetzt auch gar nicht schlecht. Also, okay. Er war halt ein bisschen langweilig, aber er war jetzt nicht unbedingt blöd, was ja in vielen Filmen vorkommt, wo ich mich immer sehr aufrege. Letztens erst wieder geschehen. Und er war nicht, ja, also nicht schlecht gemacht. Und Mai, gell? Er war halt flach. Aber wenn man weiß, dass er flach ist und einfach sich mal ausklinken will und da in so einer Traumwelt rumhopsen, wo Reiche nett sind und lieb und schön und mein Gott, mehr braucht es nicht. Unter Berücksichtigung dessen, wie bei Radio Nord, wo die Reichen böse sind und die Kritik haben wir nicht verstanden. Superkiller genau. Sind. Ja, unter Berücksichtigung dessen, was man erwartet, also 3 Punkte. Ja, die objektive also Eva gibt 3. Ich bin diesmal und die subjektive? Einen. Dann wollen wir hier mal auch mal. Wie immer. Fangen wir gleich mal mit dem Subjektiven an, die an. Wie viele Rohre verlegt der? Ich würde jetzt halt auch so 1,5 vielleicht geben, weil es war wirklich halt anstrengend, weil die Dialoge wirklich teilweise unerträglich waren und am Schluss war es halt einfach sehr, sehr langweilig. Also mittendrin war es. Teilweise habe ich dann mit einzelnen Figuren schon mitgefiebert. Für kurze Zeit. Aber es hat halt keine. Es gab halt keine. Bei der Party? Mit diesem einen Butler, der halt aus, also der junge Butler zum Beispiel, wie er dann außen unterwegs ist und so. Egal, ja, kein Spoiler. Ja, achso, ja. Ja, B-Party. Achso, ja, genau. Genau. Aber die einzige Handlung, die sich durch den Film zieht, ist halt wirklich diese, die Royals kommen zu besuchen und wir müssen schauen, dass wir für sie kochen und nicht die Royal Diener für sie kochen. Und da dachte ich mir die ganze Zeit so, Leute, was ist denn mit euch los? Ich meine, ja, es ist eine große Ehre, dass sie jetzt kommen, aber reiß dich mal zusammen, ist wirklich. Und dann hatte das echt so einen Kinderfilmplot, wo dann die halt die Bediensteten auf Downton Abbey die Bediensteten der Königin loswerden wollen mit irgendwelchen Tricks und so Scheiß. Also wirklich TKG-mäßig oder irgend sowas. Keine Ahnung. Aber ja, das war so ein Kinderhörspielplot irgendwie. Mit vielen Plots drumherum, die am Schluss halt alle langwierig zusammengebracht werden mussten und so, war sehr anstrengend. Aber trotzdem war der Film halt gut gemacht und die Charaktere waren teilweise sympathisch und für Fans dieser Serie ist es ja ein Muss. Trotzdem hätte ich mir halt gewünscht, dass man den Film halt irgendwie was Besonderes draus macht und nicht halt einfach 6 Folgen hintereinander stemmt, packt. Vor allem in den Folgen ist ja sicher mal mehr passiert oder krasseres. Ja, und ich fand es auch schade, Zeug, dass halt eben hätte keine historischen Querverweise kamen bis auf diese Irland-Sache und das, ja genau, aber irgendwelche richtig herausstechenden Ereignisse, wie jetzt zum Beispiel in der Serie anscheinend der Untergang der Titanic thematisiert wurde und so, keine Ahnung. Oder die Modernisierung. Irgendwas, genau, aber um es kurz zu machen, für Fans 2,5 Punkte. Okay, klingt doch ganz gut. Und ehrlich vor allem. Klingt ehrlich vor allem, ja. Ja. Und ehrlich ist auch unser Stichwort, denn wir sind jetzt ehrlich fertig. Und deswegen verabschieden sich eure 3 Lieblingsmünchner. Ja, vielleicht auch nicht. ja, tschüss und auf bald. Auf jeden Fall. Auf bald. Bis die Tage. Und denkt an das neue Spiel, das bald auf den Markt kommt, bestimmt. Und ja. Sich sehr flüssig spielt. Sehr gut. Wir haben es getestet. Also verabschieden ist nicht so unseres.
dann. Tschüss. Servus. Servus.